Okay. Da ist ein seltsames Zeichen mit einem Gedicht darunter. Wie er eine Karottenflamme machte. Er schrieb mit Weiß das Zeichen auf den Stein. Dann musste Weiß ein weißes Pulver sein. Hm? Schwarz, das leicht entbrennt, wird heute nicht von Weiß getrennt. Ja, verstehe. Schwarz und Weiß, die sich verbanden, dann am Grunde vom Gefäß verschwanden. Darauf folgten der Zutaten nun Dreie. Baumhaut, Baumfrucht und Wurz in strikter Reihe. Aus dem Gefäß malte er einen Kreis auf eine Kreuzung. In deren Mitte ruhte das Gefäß dann voll Bedeutung. Haben wir eventuell das Dreieck. Der Kreis war mit Schwefelhölzern angesteckt. Da ist ein seltsames... Okay. Er schrieb schwarz, das leicht schwarz und weiß, die sich verbanden. Dann am Grunde vom Gefäß darauf folgten der Zutaten Baumhaut, und Reihen. Frucht und Wurz. Aus dem der Baumhaut, Baumfrucht und Baumwurz. So könnte es doch sein. So. Rinde hilft da nicht viel. Können wir die irgendwie kombinieren? Ein Stopp. Baumhaut. Rinde hilft da nicht. Okay. Haben wir irgendwo ein Gefäß, wo wir das... Vielleicht können wir das da drauflegen, auf den flachen Stein. Baumhaut. Rinde hilft da nicht viel. Hm. Rinde hilft da nicht viel. Tja. Also Baumhaut, Baumfrucht und Baumwurz, das könnte auch die Karotte sein. Hm, ich habe das Gefühl, die Reihenfolge stimmt noch nicht ganz. Aha. Hagebutten sind cool, aber irgend... Ein Stopp bringt hier nichts. Hm, in der Cola-Dose könnte man was zusammenmixen. Ich habe das Gefühl, die Reihenfolge stimmt noch nicht ganz. Okay, die Karotte ist es auf jeden Fall. Vielleicht erstmal. Da kritzel ich besser nicht rum. Okay. Das vielleicht. Ich habe das Gefühl, die Reihenfolge stimmt noch nicht ganz. Okay, die Rinde ist auf jeden Fall schmal. Die Karotte könnte es auch sein. Da ist ein seltsamer. Wie er eine Karotten. Er schrieb mit Schwarz, das leicht entbrennt, wird heute nicht von Weiß getrennt. Schwarz, was leicht entbrennt. Schwarz und Weiß, die sich verbanden, dann am Grunde vom Gefäß verschwanden. Darauf folgten der Zutaten nun Dreie: Baumhaut, Baumfrucht und Wurz in strikter Reihe. Aus dem Gefäß malte er einen Kreis auf eine Kreuzung. In deren Mitte ruhte das Gefäß dann voll Bedeutung. Der Kreis ward mit Schwefelhölzern angesteckt. Hurra! Die Karottenflamme hat ihm gut geschmeckt. Nein. Wäre eine Idee gewesen. Ja, das schwarze Pulver, das brauchen wir. Ich habe das Gefühl, die Reihenfolge stimmt noch nicht ganz. Ja, eigentlich als erstes Weiß, aber das können wir nicht. Das kriegen wir nicht hin. Da kritzel ich besser nicht. Das müsste nicht kritzeln. Ein Stopp bringt? Vielleicht können wir das irgendwie unter den Steinen. Ich könnte den Kalkstein unter dem schweren Stein zermalmen. Eben. Aber wo soll ich das machen? Na hier, auf dem flachen Stein. Sehr Grüne gut. Kalkstein auf Felsplatte. Eine Installation von Jerry Haselnuss. Na dann. Und. Zack. Was soll ich mit dem schweren Felsen machen? Einstecken oder beitragen kann ich ihn nicht. Auf den Stein werfen. Krümeliger Kalkstein. Das geht echt in die Arme. Na komm. Zack. Zack. Den krümeligen Stein hat's einfach pulverisiert. Genau wie in dem Brief beschrieben. Ziemlich cool. Jetzt habe ich feines weißes Kreidepulver. Fühlt sich gut an. Gut, da können wir doch vielleicht... ich habe das Gefühl, die... Oder kombinieren. Oh, sehr gut. Passt. Jetzt die Rinde noch mit dazu. Rinde hilft da nicht. Okay, das kombiniert. Sehr gut. Und jetzt die Rinde rein. Okay, was sagt der Brief? Da ist ein seltsames...
Wie er eine Karte. Er schrieb mit Weiß das Zeichen auf den Stein. Haben wir gemacht. Schwarz, das leicht entbrennt, wird heute nicht von haben Weiß getrennt. Schwarz und Weiß, die sich verbanden. Dann am Grunde vom Gefäß verschwanden. Haben wir gemacht. Darauf folgten der Zutaten nun Reihe. Baumhaut, Baumfrucht und Wurz. Im Strick aus der. Okay, die zu machen. Baumhaut, Baumfrucht. Rinde hilft da nicht. Baumhaut, Baumfrucht Rinde und hilft da nicht. Egal was kommt, ich habe einen Stock. Baumfrucht. Hagebutten. Aber um wird. Ich hab das Gefühl, die Reihe. Ja, Baumhaut müsste doch die Rinde sein. Auch drin. Sehr gut. Baumhaut. Baumfrucht. Jetzt müsste doch Hagebutten. Hagebutten sind cool. Okay. Ist das kurz zu spät. Gefühl, die Reihen. Boah, noch eine Baumfrucht. Die Eulenmauer. Irgendwo ein Apfel oder so. Hier soll es einmal einen alten Wanderpfad gegeben haben. Vielleicht heißt der Baum deshalb Pfadbaum. Jetzt ist hier jedenfalls Sackgasse. Baumfrucht, Baumfrucht. Vielleicht brauchen wir eine von den Beeren, von den. Von den Sauren hier. Oh, Mutter ist schon eingegangen. Johannisbeeren. Echt lecker aus. Du sollst sie doch nicht naschen. Schon diese. Sollst du nicht einstecken. Baumfrucht. Das ist keine Baumfrucht. Eichen hoch oben. Da kommen wir bloß nicht ran. Vielleicht kommen wir dann mit dem Stock. Den Stock an die Eichen hoch oben. Das ist eine meiner leichtesten Übungen. Sehr gut. Und da haben wir ein paar Eichen. Da habe ich aber gut was runtergeknüppelt. Sag nicht sowas. Das können Leute zweideutig sehen. Eicheln runtergeknüppelt, das ist ja kaum da. Das ist ganz ernst, ganz ernsthaft. Das muss man vielleicht nicht machen. Hier. Und zuletzt. Okay, jetzt ist alles drin. Okay. Was sagt der Brief noch weiter? Das ist ein seltsames Zeichen. Wie er eine Karotte. Er schrieb mit Weiß, das Zeichen schwarz, das leicht entbrennt. Haben wir gemacht. Schwarz und Weiß, die sich verbanden. Dann haben darauf wir gemacht. Folgten der Zutaten haben und gemacht. Aus dem Gefäß malte er einen Kreis auf eine Kreuzung. In deren Mitte ruhte das Gefäß dann voll Bedeutung. Der Kreis war mit Schwefelhölzern angesteckt. Hurra! Die Karottenflamme hat ihn. Sehr gut, na dann. Hier ist doch eine Kreuzung. Oder irgendwo, ja. Auf eine Kreuzung. Könnte auch hier eine Kreuzung sein. Dann Pitzkreis. Tja. Von Dose wegwerfen stand in dem Brief, glaube ich, nichts. So, auf eine Kreuzung sollst du es malen. Von Dose wegwerfen stand. Das ist richtig. Von Dose weg. Mauer. Von Dose wegwerfen. Gut, malt auf eine Kreuzung. Ein Stock bringt hier nichts. Hast recht. Die einzige Kreuzung, die ich hier sehe, ist das hier. Waldkreuzung. Na bitte. Und jetzt Waldkreuzung. Okay, das sollte klappen. Sehr gut. Und reinstellen. Jetzt gibt es ein hübsches Feuer oder was? Mysteriöser Pulverkreis mit Dose. Eine kleine Brandzünder.
Na gut, dann wollen wir mal. Ui. Ein echtes Karottenfeuer. Ui. Was haben wir denn da? Die Truhe kam aus dem Nichts. Es ist ein unmöglicher Reisekoffer. Und ich habe ihn herbeigezaubert? Maki. Ich hab's doch gewusst. Übung macht den Meister. Haselnuss hat einen an der Nuss, haben sie gesagt. Zauberei gibt es nicht, haben sie gesagt. Ha, die werden staunen. Allerdings. Können wir ihn mitnehmen? Sie ist mit verschiedenen Utensilien für eine Zaubervorstellung vollgepackt. Der große Zaro steht auf dem Poster. Ob das seine Sachen sind? Sein Zylinder? Zylinder. Oh, heiliger Bimbam! Schon wieder? Mann, oh Mann. Zauberer brauchen echt gute Nerven. Na, nimm doch. Oh, heiliger Bimbam! Das ist bestimmt... Oder eine magische Nachricht. Sie ist mit verschiedenen Utensilien für eine Zaubervorstellung der großen... Okay, das hatten wir schon. Oh, heilige... Ab mit bloßen Händen gehe ich da nicht dran. Tja, dann vielleicht mit einem Stock. Dann vielleicht mit einem Stock. Auch nicht? Was für ein eigentümlicher Zylinder. Vielleicht ein bisschen... Hagebutten sind cool, aber irgendwie ziemlich nutzlos. Tja, oder wir werfen ein bisschen Geld rein. Nein. Ja, ist richtig. Den Brief. Mit der Nachricht gehe ich lieber vorsichtig um. Ist richtig. Mit der Nachricht... Mit dem Stock können wir wirklich nicht zünden. Auch nicht? Was für ein eigentümlicher Zylinder. Unmögliche Reisekoffer. Poster. Der große Zaroff. Erleben Sie den größten Illusionisten unserer Zeit. Hier steht aber nicht, wann und wo die Vorstellung stattfindet. Wie seltsam. Das Poster sieht aber auch schon ziemlich alt aus. Ob diesem Zaroff der Koffer hier gehört? Ich werde einfach mal eins von seinen Plakaten mitnehmen. Kann nicht schon. Da ist ein Riss im Innenfutter des Kofferdeckels. Ui, das sollte man mal nachgucken. So ein kleiner Riss ist ja nicht schlimm. Das lässt sich auch ganz leicht reparieren. Oh oh. Hey, Zauberstab. Da steckt ein Zauberstab im Innenfutter. Sieht fast so aus, als hätte ihn jemand dort versteckt. Na holla. Den Zylinder. Oh, halt. Mit bloß. Dann halt nicht. Gut, wir gehen erstmal nach Hause, würde ich sagen, oder? Lass mal die Kiste da erstmal stehen. Zur Haustüre. Drinnen warten nur meine Schulsachen darauf, gepackt zu werden. Das Abenteuer aber wartet hier draußen. Zumindest bis zum Mittagessen. Und da drinnen wartet eine Bombenkuchen auf dich. Die Wäsche. Mama ist wohl schon zum Einkaufen gefahren. Ich frage mich, wie spät es gerade ist. Hauptsache, ich verpasse nicht das Essen. Tja. Verlassenes Nest gewohnt, damit noch was anfangen. Früher haben Spatzen in diesem Nest gewohnt. Vielleicht zieht ja nächsten Frühling wieder jemand hier ein. Juti. Dann wieder hier. Früher soll es hier wichtig. Heute kommt. Jo. Mit dem Zauberstab, dem Zylinder. Das wäre vielleicht eine Lösung. Zylinder und Zauberstab?
Na gut, Jerry. Warum nicht? Es ist soweit. Hierfür hast du seit Jahren geübt. Also, Abraka! Ein Häschen. Kleines weißes Häschen. Oh, ein großes weißes Häschen. Mit Mantel. Na, holla. Ich habe einen Hasen aus dem Zylinder gezaubert. Es ist Jahrzehnte her, seit ich eine Karottenflamme getrunken habe. Gestatten? Ich bin der Marquis. Der Marquis de Hoto. Oh, aber Sie sind ein... Orectulagus cuniculus sapiens, du sagst es. Oh, also ich heiße Jeremias H. Jeremias Hasenlos, der Junge mit dem Traum. Was? Sie kennen meinen Namen? Und okay. Ich weiß noch mehr. Deine Sommerferien enden übermorgen. Das stimmt. Leider. Mathematik, tropfende Füllfederhalter, harte Holzbänke, trockener Kreidestaub. Ihr Menschenkinder seid so tapfer. Doch du träumst von mir. Mhm. Das Rauschen der Blätter im Wind. Es erinnert mich an zu Hause. Wo ist das? Mein Zuhause ist dort, wo man sich an mich erinnert. Ja, aber wo genau? Ich erinnere mich kaum. Der Nebel. Wie bitte? Jerry. Der Nebel. Sag mir, was ist dein größter Traum? In meiner Freizeit übe ich Zaubertricks, genau. In meiner Freizeit übe ich Zaubertricks, aber... Ach, was soll's. Ich will Zauberer werden. Ich weiß, denn ich bin Zauberer. Geliebt, fantastisch. Gewürdet, gebraucht und äußerst brillant. Eine Daus. Willst du mein Lehrling werden? Auf jeden. Ja, aber... Reise mit mir. Jenseits der Grenzen des Vorstellbaren. Studiere die fünf feurigen Mantren der Phönixbeschwörung und meistere alle Facetten der Magie. Naja, vielleicht nicht alle. Einige sind nicht so... Okay, das ist da. Ja unglaublich fantastisch, aber... Nur die meisten. Aber... Oder die meisten, meine Mutter sagt, ich muss zum Abendbrot wieder zu Hause sein. Jerry, deine Ausbildung wird Tage in Anspruch nehmen. Wochen. Oh, da wird uns der Brombeerkuchen wohl entgehen. Eine lange Zeit, natürlich. Eine lange Zeit, natürlich. Eine Ausbildung in den magischen Fertigkeiten, das Studium der Kunst der Künste. All dies braucht Zeit. Ja. Oh, schade. Und die Zeit selbst wird dem Magier zum Studienobjekt. Wer die Zeit studiert, braucht Zeit. Ja, unmöglich ist das nicht. Ja, es ist jetzt... Ich muss wohl anwählen. Dann ist es wohl unmöglich, dass ich... Tja, hör mir gut zu. Vergiss unmöglich. Für einen Zauberer ist nichts unmöglich. An einem Sommerferientag ist alles möglich. Ich verspreche dir, dass du rechtzeitig zum Abendessen wieder zurück sein wirst. Bist du bereit, mir zu vertrauen, Jeremias Haselnuss? Ja, blind. Du trägst eine Münze bei dir. Was? Woher wissen Sie das denn jetzt? Sie hat einen weißen Hasen namens Marquis. Woher hast du dem sie? Trau ich blind. Ich weiß nicht genau. Die hatte ich irgendwie schon immer. Irgendetwas fehlt hier. Eine Erinnerung? Keine Sorge, Jerry. Alles, was verloren geht, wird wieder auftauchen. Damit habe ich immer meine Zaubertricks geübt. Sieh durch das Loch in deiner Münze hindurch. Ihre magische Kraft erlaubt dir nun einen neuen Blick auf die Welt. Was du siehst, ist magischer Schimmer. Die Münze zeigt dir fortan, was dir während deiner Ausbildung hilfreich sein könnte. Durch die magische Münze zu blicken und Dinge zu sehen, die dem bloßen Auge entgehen, öffnen das Inventar
und klicke auf die Münze oder verwende jederzeit die Leertaste oder die mittlere Maustaste. Magischer Schimmer. Die Münze. Auf einmal ist sie ganz prickelig auf der Haut. Gib Acht auf deine Münze. Mein Zauber wird dich davor beschützen, vergessen zu werden, wenn wir diese Welt verlassen. Wir verlassen diese Welt? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Du willst doch rechtzeitig zum Abendessen zurück sein. Den hier wirst du brauchen. Na dann, ein Zauberhund. Jack, erinnerst du dich, was ich dir gesagt habe? Nichts ist unmöglich? Und bald schon wird es nicht mehr nach einer Frage klingen. Das war nie eine Frage. Das war nie eine. Kennst du diesen Ort, Jerry? Na klar, das ist der alte Pfadbaum. Sicher hast du gespürt, dass das hier ein besonderer Ort ist. Besonders? Magisch. An Orten wie diesen kann man sich leicht verlaufen. Hey, ich bin doch kein Kind mehr. Auch Erwachsene können im Wald verloren gehen. Allerdings. Spürst du etwas? Ich höre ein Grollen. Benutze deine Münze, Jerry. Meine Münze. Es geht mit der Leertaste. Oh. Oh Mann, eine Kröte. Die ist gigantisch. Die Magie dieses Ortes ließ sie hier überdauern, wachsen, vergessen von der Zeit. Doch wie jede andere Kraft kann auch Magie missbraucht werden. So wie die Kraft dieses Portalbaumes. Dann greifen wir ein. Wir? Geht das auch mit den anderen Statuen? Die Baumläufer. Baumläufer? Baumläufer? Ich dachte, ich bin ein Zauberlehrling. Wir Baumläufer nutzen magische Portalbäume, um zwischen verschiedenen Welten hin und her zu reisen. Verschiedene Welten? Orte, Zeiten und Möglichkeiten bilden eine nahezu unendliche Zahl von Welten. Du wirst von mir in der Tradition der Baumläufer ausgebildet und dir dieses alte Wissen um das Weltenwandern aneignen. Das klingt kompliziert. Es ist ganz leicht. Fast wie Fahrradfahren. Wirklich? Nein. Im schlimmsten Fall ist es, als ob du zwischen zwei Widersprüchen zerrieben wirst. Das verstehe ich nicht. Niemand von uns tut das. Du lernst schnell. Portalbaum. Ja, das würde ich gerne wissen, was das für ein Portalbaum? Was bedeutet das? Portalbäume sind Bäume, deren Wurzeln unendlich tief in das Geflecht der Realitäten reichen. So tief also, dass sie an mehr als nur einem Ort existieren und magische Verbindungen schaffen. Einige nutzen diese Verbindungen, um zwischen den Welten hin und her zu wechseln. So auch wir Baumbäume. Großartig. Na dann. Zeig mir mal, wie man das benutzt. Aber wie benutzt man einen Portalbaum? Hier beginnt die Magie. Wow! Geh durch das Portal, Jerry. Von nun an werden die Magie und das Weltenwandern fester Bestandteil deines Lebens. Juhu! Ist das auch nicht gefährlich? Ich meine... Was soll denn da gefährlich sein? Ein ganz, ganz junger Padawan. Falscher Film. Jemand tritt auf die Lichtung. Vier Nägel. Ich bin nur ein Blatt. Im Auge des Orkans. Wir müssen uns beeilen. Wir werden auf dem Wind reiten. Wie wir es immer getan haben.
Aber das hier sieht immer noch aus wie im Wald bei uns zu Hause. Aber doch ein wenig anders. Und hopp! Da sind wir angekommen, scheinbar. Wo sind wir denn? Oh! Eine Maus. Aber das ist ja eine mit Rucksack? Je weiter wir uns vom Portalbaum eine entfernen, Maus mit Rucksack. Desto deutlicher wird sich zeigen, dass wir die Welt, die du kennst, lange hinter uns gelassen haben. Nur die natürlichen Parallelen hier am Portalbaum lassen eine Verbindung vermuten. Mhm. So wie diese Mauer. Mir nach, Jeremias Haselnuss. Auf geht's. Ich komme schon. Oh, die seltsame Gestalt. Auf der Mauer. Ich habe dir Magie versprochen. In die eine Stadt. Andere Welt. Aber eine andere Stadt. Vor dir, Jerry, liegt Mauswald. Wow! Das ist sehr großartig. Hier wirst du deine Ausbildung absolvieren. Fantastisch. Und wo ist die Schule? Und sind die Lehrer da nett? Diese Welt ist magischer als deine. Ihre Bäume wurzeln tief und schaffen Verbindungen, wie die, über die wir hierher gereist sind. Diese Welt wird deine Schule sein. Ihre Bewohner werden dich vieles lehren. Noch mag dir dieser Ort ungewöhnlich erscheinen, doch schon bald wird er ein wichtiger Teil deines Lebens sein. Mhm. Und dann, wenn deine Ausbildung abgeschlossen ist, wirst du die Welt mit den Augen eines Baumläufers sehen. Mir nach, junger Haselnuss. Lass uns Baumläufer werden. Oh. Hallo. Ich weiß, dass du hier neu bist, aber es wird auch nur eine Sekunde dauern. Warte einfach hier. Ich bin gleich zurück. Ich werde dich beim Stadtrat ankündigen. Na, großartig. In Ordnung. Mein Mentor der Magie. Wow. Ganz schön interessant, so klein zu sein. Wer hätte gedacht, dass Mäuse Städte haben? Errungenschaft freigeschaltet, Alice im Wunderland. Ja, ein Café haben wir hier. Werbeplakate. Und noch viele Orte, die unfreigeschaltet und ungewiss sind. Das Café. Mit Fasssäule mit Bekanntmachungen. Ich bin in der Versuchung, da einmal in das Café hineinzugehen. Aber ich soll ja warten. Hm. Na, was säufst du denn so, junges Eichhörnchen? Goldenes Horn mit Frosch. Ja, na dann, ich würde mal sagen, unterbrechen wir dieses Spiel für eine kleine Aufnahmepause. Ein Däumchen nach oben soll es euch bisher gefallen haben. Und ja, gleich geht's weiter. Ich mache eine kleine Aufnahmepause und dann sind wir gleich wieder da. Bis dahin. Habt da einen fantastischen Tag. Und einen magischen Tag, will man ja fast so sagen. Na dann, man sieht sich.